Ja, einen guten Morgen. Mein Name ist Dorian Sandner. Ich mache seit ein paar Jahren auf den Linux-Tagen immer einen Blender-Vortrag. Nachdem es die letzten Jahre oder das letzte Jahr so war, dass ich sehr viele Folien vorbereitet habe und kaum dazu gekommen bin, im Blender selber was zu machen, habe ich mir gedacht, diesmal wird es umgekehrt. Keine Folien, nur Blender. Ich möchte einfach ein bisschen herzeigen, was die Software kann, was man damit umsetzen kann. Ein Spezialthema und am Anfang ein bisschen eine Einführung einfach, wie das Ding funktioniert. Aber bevor ich anfange, würde mich noch was interessieren. Arbeitet wer mit 3D-Software? Regelmäßig? Einer halber? Dann erspare ich mir die zweite Frage, ob jemand schon länger als 10 Stunden im Blender verbracht hat, beziehungsweise vielleicht kommt dann noch eine... Ah, ja? Ja? Ich bin der Meinung, dass Blender fantastische Software ist. Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, am Computer ist eine der grundlegenden Dinge, die man machen möchte, Texte zu gestalten, und irgendwann hat jeder früher oder später das Bedürfnis, Grafiken zu machen. Und Blender ist einfach ein Programm, in dem man sich Bilder, die man sich im Kopf vorstellen kann, irgendwie zur Umsetzung bringt. Und zwar nicht unbedingt als Malsoftware, also wer gerne zeichnet, manuell zeichnet, der ist besser aufgehoben bei so Software wie MyPaint oder eventuell sogar GIMP. Aber Blender ist ein 3D-Paket, zumindest war das ursprünglich. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie freie Software funktionieren kann. Die Firma Not a Number hat begonnen, diesen Blender als hausinternes Tool zu entwickeln und hat Lizenzen verkauft. Das war ein ganz normales kommerzielles Produkt. Und nach ein paar Jahren sind sie aber drauf gekommen, dass die Lizenzumsätze, die sie damit generieren, nicht so sind, dass sie da zig Programmierer beschäftigen können, und haben vor circa 10 Jahren dann umgestellt auf ein Open-Source-Modell. Die haben ihre Investoren ausgekauft durch eine Crowdfunding-Aktion. Innerhalb von, ich glaube, 1,5 Monaten hat die Community den Source-Code freigekauft, und seither ist Blender Open-Source-Software, und das entwickelt sich prächtig. Blender ist das meistbenutzte 3D-Tool der Welt. Ganz klar, wo man bei anderen Herstellern Tausende von Euros auf den Tisch legen muss, um die Funktionalität zu bekommen, ist es so, dass beim Blender alle 3 Monate ein neues Release rauskommt, das zig Millionen Downloads hat. Ganzen Haufen Unis verwenden Blender, weil es einfach eine fertige 3D-Umgebung ist. Es ist programmierbar, man kann damit einfach viel machen. Wenn man das Ganze anstartet, kriegt man ein Bildschirm, der in etwa so ausschaut, ein bisschen anders. Ich habe das schon etwas hergerichtet, aber im Endeffekt lässt sich die Oberfläche vom Blender komplett customizen. Was man sieht, ist wirklich vom Benutzer herrichtbar, und man kann sich ganz leicht eigene Einstellungen treffen, die sozusagen das zeigen, was man sehen möchte. Und wenn ich sage, Blender ist ein 3D-Paket, dann stimmt das mittlerweile auch nicht mehr ganz. Es hat die letzten Jahre so viele Funktionen dazu bekommen, dass 3D eigentlich gar nicht mehr Kern der Sache ist. Natürlich basiert alles irgendwie auf diesem 3D-Raum, aber man kann mittlerweile Videos bearbeiten. Es gibt eine Physik-Engine drin, sodass man wirklich physikalische Simulationen durchführen kann. Man kann Rauch oder Fell, Haare, ähnliche Dinge simulieren. Es gibt ein sogenanntes Compositing-Teil, wo man einfach verschiedene Bilder übereinander legen kann und so Dinge wie Farben verändern, die Sichtbarkeit verändern. Also im Prinzip das gesamte Werkzeug, das man braucht, um einen Film herzustellen, ist in dieser Software drinnen und für jeden verfügbar. Und das Betriebssystem ist auch egal, das heißt, man muss nicht Linux verwenden, man kann es unter macOS verwenden, man kann es unter Windows verwenden, die Software funktioniert überall. Wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Man sieht schon, der gesamte Bildschirm besteht irgendwie so aus rechteckigen Bereichen. Das sind die sogenannten Areas. In Blender arbeitet man prinzipiell einmal mit einer zumindest 2-Button-Maus. Besser ist, wenn man noch ein Mausrad dazu hat, und die andere Hand liegt am Keyboard, um das Ganze mit Shortcuts zu bedienen. Man muss also schon relativ viel Shortcuts lernen, wobei sich die Usability von Blender die letzten Jahre auch fantastisch verbessert hat. Also zum Beispiel gibt es jetzt die Möglichkeit, Hilfe zu holen, indem man einfach die Leertaste drückt und dort
etwas eingibt, was man halt wissen möchte, ich sage mal Add, dann kriegt man eine schöne Liste an Dingen, die man hinzufügen kann. Das heißt, man muss sich eigentlich nur mehr die Begriffe merken und findet relativ leicht in die Hotkeys hinein. Für Umsteiger ist es so, wenn jemand von Maya auf Blender umsteigt, gibt es ein ganzes Hotkey-Set, das einfach die Blender-Funktionen mit den Hotkeys von Maya bedienen lässt. Damit braucht man sich nicht umlernen oder wenn man beruflich hauptsächlich in Maya arbeitet, hat man die Möglichkeit, dieselben Hotkeys in Blender zu verwenden. Ich möchte als erstes kurz eben diese Oberfläche herzeigen und einfache Dinge durchführen. Im Weiteren hätte ich vor, herzuzeigen Motion Tracking. Das heißt, man nimmt ein ganz normales Video her, lädt es in Blender hoch und verwendet Blender, um 3D-Informationen, die in diesem Video drinnen sind, quasi wieder zu extrahieren oder zu rekonstruieren, sodass man die Möglichkeit bekommt, 3D-Modelle in diesen Film wieder hineinzumontieren. Das heißt, ein Kameraschwenk oder eine Bewegung führt dazu, dass wir uns mathematisch zurückrechnen, was dann der 3D-Info da ist, und ich kann dann ein von mir gestaltetes 3D-Objekt in die Szene hineinstellen und das 3D-Objekt verhält sich wie ein statisches Objekt. Das wäre irgendwie so das Ziel. Dann schauen wir uns kurz die Oberfläche an. Wie gesagt, diese Rechtecke, die man sieht, dienen dazu, den Bildschirm aufzuteilen, und ich kann jederzeit mir den Bildschirm weiter unterteilen, indem man einfach an den Ecken anzieht und hier solche Flächen aufzieht. Vereinigen lassen sich diese Flächen wieder entweder mit der rechten Maustaste auf seiner Kante. Man sieht, ich kann da Join Area sagen und dann nach rechts oder nach links ziehen und einfach mit der linken Maustaste bestätigen. Dann füge ich mir diese Flächen wieder zusammen. Und nachdem es einfach verschiedene Aufgaben gibt im 3D-Bereich, kann man sich das Ganze quasi in Screen Layouts herrichten. Und solche gibt es schon einen ganzen Haufen, die immer bestimmte Aufgabe erfüllen. Und man kann sich selber neue herrichten. Also wenn ich Blender für mich herrichte, wird das erste sein, dass ich hier mal auf Plus gehe und sage, ich möchte mir mein eigenes Layout machen. Das nenne ich jetzt mein Layout. Und dann schalte ich mir zum Beispiel alles so her, dass ich nur einen Bereich habe. No. T und N. Auf diesen können wir. Jetzt habe ich quasi nur mehr den 3D-View und ich kann aber jederzeit wieder in die alte Einstellung gehen. Das heißt, das ist schon mal das Erste, was ich mir herrichten kann. Es gibt jetzt in jedem dieser Flächen oben oder unten so eine Menüzeile, und das erste Symbol in der Menüzeile gibt an, was ich denn in dieser Area sehe, also was ich dargestellt bekomme. Und da sieht man, kriegt man schon eine ganz gute Übersicht, was im Blender alles möglich ist. Also Hauptsicht ist natürlich dieser 3D-View, der man einfach 3D-Objekte darstellt. Dann gibt es die Timeline, die habe ich da hier unten. Das ist nichts anderes als eine Zeitschiene. Wenn ich Animationen mache, kann ich da quasi, wie aus anderen Programmen auch, einfach in der Zeitschiene wechseln. Da gibt es einen Graph-Editor. 3D hat wahnsinnig viel mit Kurven zu tun. Das heißt, eine Animation, wo ich ein Objekt von A nach B bewege, ist nichts anderes als eine Kurve für die X-Koordinate, wenn ich das eben in der X-Achse verschiebe. Das Dopesheet dient dazu, komplexere Animationen herzurichten. Das ist so, das schauen wir uns dann noch an, wenn ich eine Animation erstelle, mache ich das so, dass ich über den Zeitverlauf Keypoints eintrage. Und dadurch entsteht quasi die Animation. Zu sehr ins Detail möchte ich auch nicht gehen. Es gibt einen Image Editor. Blender hat die letzten Jahre sehr viele Malfunktionen bekommen. Ja. Man kann seine 3D-Figuren quasi im Blender selbst bemalen. Es gibt einen Video Sequence Editor, um Videoschnitt durchzuführen. Es gibt einen Movie Clip Editor, um eben dieses Motion Tracking zu machen, das wir uns heute anschauen. Es gibt einen eigenen Text Editor. Es gibt einen Node-Editor, mit dem man aufgrund von logischen Knoten Informationen durch das Programm durchschleifen kann. Es gibt einen Logic-Editor, der Nicht-Programmierern ermöglicht, zum Beispiel Spiele zu erstellen, indem man einfach logische Knoten zusammenschaltet. Die Properties sehen wir hier herüben. Das sind quasi Knöpfe, die die Steuerung irgendwie
von diesem ganzen Programm durchführen. Und was haben wir noch? Den Outliner, der zeigt quasi die Informationen, die im Programm zur Verfügung stehen oder die Objekte, die das Programm handelt. Dann gibt es noch User-Einstellungen, Infos, eine Python-Konsole. Blender ist mit Python skriptbar, mittlerweile mit Python 3.3. Das heißt, man hat eine volle Programmiersprache, kann sämtliche Bibliotheken verwenden, die man irgendwie für seine Lösung braucht. Und die auch dazu verwenden, schöne Dinge herzurichten. Dann schauen wir uns mal an, was in meiner aktuellen Szene zurzeit so zu sehen ist. Ich habe einen Render-Layer, das ist nichts anderes als das, was mir als Bildergebnis geliefert wird nach meinem Modellieren. Ich habe eine Welt, das heißt alles, was nicht von mir modelliert wird, quasi außerhalb meiner Modellierung liegt, ist meine Welt. Da kann ich Bilder in den Hintergrund legen, beziehungsweise festlegen, was mit den Dingen passiert, die quasi außerhalb meines Modellierens stehen. Ich habe eine Kamera, das ist dieses Teil hier. Und eine Lampe, das ist dieses Teil hier. Wenn ich jetzt F12 drücke und mir ein Bild gemacht wird, dann sehe ich zurzeit die Welt, diesen grauen Hintergrund, wenig spannend, aber ich kann jetzt relativ einfach, eins muss ich vorher noch machen, ich schalte mal die Hotkeys ein, damit man da mitschauen kann. Ich gehe da in die User Preferences. Die Screencast Keys aktivieren. Dann habe ich da herunten die Möglichkeit, die Keys anzuzeigen. Das heißt, jede Taste, die ich drücke, wird mit angezeigt. Und in meinem Fall ist Shift A das Hinzufügen von einem Objekt. Ihr könnt jetzt natürlich auch die Leertaste drücken und sagen Add irgendwas. Aber wie gesagt, wenn man den Hotkey weiß, ist das ganz nett. Na, dann fügen wir mal ein Objekt hinzu. Ich nehme den einfachen Cube, der jetzt hier hinzugefügt wird. Also der ist jetzt einfach in meiner Szene. Im Endeffekt kann ich die Objekte, die in meiner Szene sind, zunächst einmal bewegen. Ja. Taste G für Grab bewegt dieses Teil. Ich kann gleich hinten nachsagen, in welche Richtung ich das bewegen möchte. Zum Beispiel X würde das jetzt nur in die X-Richtung bewegen oder Y. Dementsprechend nur in die Y-Richtung. Z funktioniert genauso. Wenn ich Shift drücke, Shift Z, wird die Z-Achse festgehalten und ich kann es quasi in XY bewegen. Genauso gibt es den Befehl Rotate, kann ich wieder sagen, X, und Scale, Größe verändern. Damit habe ich mal die Möglichkeit, die Objekte so zu positionieren, wie ich sie haben möchte. Mit der Tabulator-Taste komme ich in den Edit-Mode. Man sieht schon, die Darstellung ist jetzt ein bisschen anders und ich habe jetzt quasi die Möglichkeit, mein Objekt selbst zu verändern. Zum Beispiel kann ich zwei Punkte markieren und E für Extrude drücken und kann mir so quasi schon beginnen, was Beliebiges zusammenzubauen, ist jetzt nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann. Man sieht auch von der Perspektive her vielleicht nicht gerade schlau. Steuerung, Ctrl-Z macht das Ganze wieder rückgängig. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte nur Flächen markieren und mit Extrude und 2 sage ich, ziehe dieses Element, zwei Elemente heraus. E2, E2, so, E2. Da könnte man sich jetzt natürlich noch eine Zeit lang spielen. Um etwas zu modellieren, um ein Männchen zu modellieren, braucht man ein bisschen Zeit. Die haben wir jetzt nicht, ich möchte eher Funktionen herzeigen. Das nächste, was ich mache, wäre diesem Objekt ein Material zuzuordnen. Man wählt mehr oder weniger eine Farbe aus. Kann auch noch auswählen, wie quasi Lichtreflexionen aussehen sollen. Ich sage mal, das werden wir eher hellblau machen. Eventuell kann ich auch noch eine Art Textur zuordnen. Es gibt da schon fertig eingebaute Effekte, die auf dieses Objekt gelegt werden können. Und im Endeffekt
wenn man da vielleicht der Farbe aus den Quasi schlagend ist, nehmen wir da sie dunkel. Im Endeffekt wird meine Schraffur jetzt so dargestellt und ich sehe es im 3D-Modell nicht unbedingt so, wie das fertige Bild aussieht. Ich muss also immer wieder dazwischen rendern. Nehmen wir mal die Kamera und verschieben das ein bisschen. Ich schaue auch durch die Kamera durch. Aha, jetzt sehe ich das so. Vielleicht noch ein bisschen nach oben. Und dass wir da ein bisschen eine 3D-Ansicht sehen. Ich rendere das noch einmal. Naja, da hätten wir zumindest einmal ein 3D-Objekt. Diese 3D-Objekte können jetzt auch noch mit Modifiern versehen werden. Ich habe die Möglichkeit, diese paar Punkte, die ich da jetzt erstellt habe, durch mathematische Optionen quasi zu verändern. Und zwar könnte ich hier zum Beispiel sagen, ich möchte eine Subsurf Division. Das macht nichts anderes als die paar Punkte, die ich habe, um einen Glättungsalgorithmus quasi zu erweitern. Ich kann jetzt da sagen, ich möchte, dass das relativ glatt wird. Jetzt habe ich da was relativ Organisches als Struktur und kann aber, wenn ich in den Edit-Mode gehe, immer noch mit meinen Originalpunkten arbeiten. Das heißt, ich kann hier wieder extrudieren. Und ich sehe, das Ganze schaut schon ein bisschen cool aus. Also kommt darauf an, wo man hin möchte, ja, mit dem Ding. Wenn man eine Figur macht, gibt es da sicher noch einiges an Arbeit zu tun. Genauso kann ich diese Figur jetzt mit anderen Texturen versehen. Also ich kann eigentlich auf dieser Textur malen. Ich kann dieser Figur, machen wir vielleicht Folgendes, nachdem ich gerade die Zeit schon gesehen habe. Ich kann diese Figur vor allem auch mit einem Skelett hinterlegen. Das heißt, quasi Knochen hinterlegen, die ich dann für meine Animation verwenden kann, um Deformationen des Objekts zu machen. Und was ich noch am ehesten zeigen möchte, ich kann das Ding animieren. Das ist relativ einfach. Wir haben schon unten gesehen, diese Time-Leiste oder diese Zeitleiste. Und wenn ich mir jetzt eine Position merken möchte, kann ich das mit der I-Taste machen, insert eine Keyframe und eben festlegen, was ich mir merken möchte von diesem Objekt. Möchte ich mir die Position merken oder Rotation oder Kombinationen daraus? In meinem Fall mache ich es jetzt einfach. Ich sage, ich möchte mir Location, Rotation und Scale merken. Ja, dann wird an diesem Punkt ein kleiner gelber Strich gesetzt. Und ich könnte sagen, am Punkt 20 möchte ich das Ganze jetzt um die Z-Achse rotieren und vielleicht etwas kleiner machen. Und da drücke ich einfach wieder I und sage, merkt ihr Location, Rotation und Scale. Dann gehe ich wieder ein Stück vor und rotiere das diesmal um Y, mache es vielleicht wieder größer und sage nochmal Insert, Location, Rotation, Scale. Und jetzt kann ich dann einfach, indem ich durch die Zeitleiste durchlaufe, diese Animation abspielen. Ja. Ich kann jetzt nach wie vor natürlich einzelne Bilder rendern, so wie dieses Objekt jetzt ausschaut, oder ich kann die gesamte Animation rendern. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Mache ich in dem Fall nicht, aber im Prinzip lässt sich das verwenden. Das wirklich Coole am Blender ist, ich kann nicht nur solche Positionen animieren, sondern ich kann im Prinzip jede Eigenschaft eines Objekts animieren. Ich kann mich also an meinen Anfang stellen und hier sagen, ich möchte die Farbe Blau auswählen und über dem Element drücke ich die Taste I und damit ist quasi die Farbe Blau an diesem Frame gesetzt. Und wenn ich weitergehe auf das nächste Element und hier sage, bitte sei grün und anschließend wieder die I-Taste und vielleicht am Ende noch eine weitere Farbe, ebenfalls mit I, dann verläuft meine Animation jetzt mit Farbwechsel. Jede einzelne dieser Tasten, und es gibt einige davon, wenn man sich das da mal so durchschaut, lässt sich animieren. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Also ich habe letztes Mal ausprobiert, Schriften zum Beispiel durchzuanimieren, dass ich einfach für jeden Frame eine andere Schrift nehme.
Das tut nicht. Aber im Prinzip sollte alles animierbar sein. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Bearbeitung, die ich jetzt gezeigt habe, noch etwas ausführlicher durchgeführt wird, kann man im Endeffekt zu sowas kommen, dass man ein fertiges Modell hat. Ich muss da jetzt nur kurz eine Textur noch applyen. Im Endeffekt kann man sich eine Figur gestalten, wie zum Beispiel diesen Spider-Man, der jetzt natürlich von der Modellierung her schon ein paar mehr Punkte hat. Ja, also die 20 Punkte, die ich da gehabt habe, ist nicht unbedingt ausreichend, aber das ist ein sogenanntes Low-Poly-Modell. Sowas könnte man in Spielen ganz gut verwenden. Das ist vielleicht nicht unbedingt, um es auf die Kinoleinwand zu bringen, da reicht die Auflösung nicht, aber die Darstellung ist schon ganz gut. Das Ganze ist mit einem Skelett hinterlegt. Wenn man sich das anschaut, das sind die Knochen, die diese Figur animierbar machen. Das heißt, ich kann hier an Kontrollelementen angreifen und durch vorwärts und inverse Knochenverbindungen Animationen erstellen. Ja, wie schaut das aus? Ich könnte wieder hergehen, wenn ich mir das jetzt von der Seite anschaue und einmal behaupten, ich mache einen Walk-Cycle, ja, damit diese Figur geht. Ich ziehe das vielleicht etwas zurück. Ich meine, das ist jetzt alles sehr schlampig, aber vom Prinzip her, ich ziehe die etwas vor. Vielleicht lassen wir noch ein bisschen in die Knie gehen. Und ich merke mir genau an meiner ersten Position im Prinzip die zwei Füße und wo ich das Rückgrat hingesetzt habe. Dann gehe ich vielleicht ans Ende meiner Animation und mache das noch einmal. Warum? Anfang und Endbild sollten gleich sein, damit das eine zyklische Animation wird. Ja? Jetzt brauche ich also nur von 0 bis 50 meine Animation setzen. 50. So, und irgendwo dazwischen wird sich das umdrehen, nämlich der vordere Fuß wird zurückgehen, der hintere wird nach vorne gehen, ich merke mir die zwei Positionen und schon habe ich noch keinen schönen, aber immerhin einen Walk-Zyklus. Ja? Wenn man sich anschaut, wie der Mensch geht, führt es wahrscheinlich dazu, dass der vordere Fuß steht und der hintere angehoben wird. Das heißt, ich werde im Laufe meiner Animation hier noch sagen, tue den Fuß hoch, vielleicht ein bisschen rotieren, einfügen und an der hinteren Stelle werden wir es umgekehrt machen, der vordere Fuß steht und dieser Fuß hebt sich auf. Alles ein bisschen schlampig, aber im Prinzip haben wir einen sehr einfachen Walk-Zyklus. Gleichzeitig könnt ihr jetzt natürlich sagen, hat er wer geklappt? Kurze Frage, wenn ich das jetzt sozusagen ein bisschen mehr organischer und mehr realitätsnäher machen würde, dann kann das Skelett natürlich entsprechend auch adaptieren und mehr Knochen bereiten. Natürlich, also das Setup ist von dem Benutzer, der Spider-Man ist übrigens auf blendswap.com zu finden, wo sich tausende Blender-Modelle finden, die man runterladen kann und verwenden kann. Großteil davon ist Creative Commons. Da gibt es fantastische Figuren, nicht nur den Spider-Man, es gibt Autos, Raumschiffe, was sich das Herz so wünscht. Es gibt ein Standardmodell, das sich mittlerweile heraus entwickelt hat für die Animation von Menschen, also Human Rig. Kannst du dann eigentlich auch Muskeln bewegen? Ja, also wie diese Dinge funktionieren, das kann beliebige Komplexitätsgrade annehmen. Also es gibt einzelne Rigs, die quasi wirklich dazu führen, dass beim Abbiegen eines Ellbogens der Bizeps anschwillt. Es ist nur eine Frage der Komplexität, ja, was man haben möchte. Das ist ein relativ einfaches Modell. Ja. Also da tut sich nicht viel. Es sind nicht mal die Finger animiert, also der kann nicht einmal greifen. Aber im Prinzip kann man sich das ganz gut vorstellen. Also würde das jetzt ein wirklicher Walk-Cycle werden, würde ich natürlich auch beginnen, die Hände noch irgendwie zu animieren. Aber ich glaube, man kann sich zumindest vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Gut. Wie schauen wir mit der Zeit aus? Bin ich ungefähr Hälfte? Was geht's noch? Viertelstunde, dann müssen wir uns beeilen. Ich möchte nämlich Folgendes zeigen, dieses Motion Capture ist irgendwie eine Sache, die cool ist. Das möchte ich einfach kurz zeigen. Machen wir ein neues File, dann haben wir da nichts im Hintergrund liegen. Ich gehe auf meinen
Movie Clip Editor, öffne dort einen Clip, den ich mir vorbereitet habe. Das ist jetzt nicht der berühmteste Clip, den man sich vorstellen kann, aber eine Aufnahme, eine Videoaufnahme. Wenn man 3D-Informationen aus dem Video extrahieren will, muss man ein paar Dinge beachten. Erstens, schön ist eine Seitwärtsbewegung der Kamera. Mittlerweile gehen auch Tripod-Bewegungen, wo also die Kamera stillsteht und nur ein Schwenken passiert. Allerdings ist die 3D-Information dann natürlich nicht so zuverlässig wie hier. Hier ist es schon so, dass sich verfolgen lässt, da passiert eine Kamerabewegung. Und ich beginne jetzt einfach Marker zu setzen, die mich interessieren. Ich sage an, ja, vielleicht setzen wir das gleich, die Tracker machen jetzt nichts anderes, als den Punkt über den Videoverlauf zu verfolgen. Ich setze den ein bisschen größer an und sage, bitte folgende Punkte interessieren mich. Dieser hier und dieser und dieser und dieser. 8 Punkte braucht es, damit ich eine sinnvolle Rekonstruktion durchführen kann. Ich nehme vielleicht ein paar am Boden, herum noch. Wer das wirklich machen möchte, bitte nicht so schlampig. Wenn man das vernünftig angehen will, sollte man erstens schauen, eine schlaue Kamera zu verwenden. Also eine schlaue Kamera heißt eine wirklich gute Kamera. Zweitens genügend Licht. Am besten noch so Markerpunkte, das kennt jeder, wenn er sich irgendwann ein Making-of, irgendeinen Science-Fiction-Film angesehen hat. Da gibt es Motion Capturing, die Bewegungen der Akteure werden abgenommen, in so Punkte, also bunte Kugel überall angemacht sind. Die sind ideal, um Motion zu capturen. Wenn man es ein bisschen schlampig macht, so wie ich hier, damit wir nicht so viel Zeit brauchen, geht das auch. Ich brauche jetzt nichts mehr anderes sagen als, bitte verfolge mir diese Punkte, und zwar noch vorwärts. Er versucht sein Bestes. Der Videoclip ist nicht gar so lang. Schauen wir mal. Ich habe hier von... Wo haben wir angefangen? Ich habe nicht bei 0 begonnen. Fangen wir nochmal an. Ich sage von 0 bis... Wohin werden wir denn gehen? Oder sagen wir von 20 bis 100. Rein zu Demo-Zwecken. Ja, dann gehen wir das nochmal an. Und zwar von hier und hier und hier. Vielleicht noch ein paar Punkte am Boden. Schön ist natürlich, wenn man irgendwelche auffallenden Farbkleckse drin hat. Das ist in der Szene vielleicht nicht das Beste. So, noch einmal. Zap. Man sieht im Laufe des Trackings, verlieren sich hier ein paar Punkte. Überall dort, wo ich diese Farblinien drinnen habe, ist es gut. Sobald ein Punkt nicht mehr gelb ist, sondern in diesen roten Zustand wechselt, hat er die Information verloren. Ich kann jetzt da hergehen und sagen Lock to Section. Damit bleibt mir der schöne Mittelpunkt meiner Arbeit. Und ich kann, indem ich auf den Frame gehe, wo er die Information verloren hat und den Punkt neu positioniere, gleich weitermachen. Er verliert sich schon wieder, ich mache noch einmal einen Grab. Wie gesagt, Genauigkeit ist ein Erfolgsgeheimnis. Bis 80 sind wir. Vielleicht ist der Punkt da wirklich nicht gut, ich kann ihn auch einfach entfernen. Schauen wir, was wir noch haben. Also ungefähr bis 80 funktioniert das ganz gut. Hätte ich die Zeit, würde ich da jetzt ein bisschen drüber arbeiten. Ich sag, wir tracken bis 70. Tja. Wie gesagt, wenn man eine Szene vernünftig trackt, kann man da schon mal einen Tag damit verbringen, damit das wirklich gut wird. Aber in unserem Fall soll das reichen. Ich sage jetzt bitte, löse mir die Kamerabewegung. 8 Punkte brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sollte eigentlich reichen. Zurück. Okay, keine 8 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind eindeutig mehr. Ah, ich weiß schon, was ich vergessen habe. Verzeihung. Keyframe von 20 bis 70, haben wir gesagt. Nochmal zum Start. Jawohl.
Er berechnet mir und sagt mir einen Solve-Error von 0,98. Er berechnet auch quasi, wie viele Fehler er macht in der Rekonstruktion. Gar nicht so schlecht. Solange man unter 1 ist, ist das irgendwie akzeptabel. Es kommt natürlich darauf an, wofür man dieses Video verwenden würde. Aber so schlimm ist das gar nicht. Nachdem wir nicht viel Zeit haben, mache ich jetzt einfach Folgendes. Man könnte hier noch genügend nacharbeiten, alles egal. Ich gehe in meine 3D-Szene und sage, bitte setz mir das Video als Hintergrund und setz diese Tracking-Szene auf. Dann kann ich hier durch meine Kamera schauen. Machen wir das einmal groß. Und wenn ich jetzt die Animation abspiele, sehe ich, okay, die Punkte scheinen so halbwegs stabil zu stehen. Das ist schon ganz in Ordnung. Was ich jetzt noch mache, ist in der Rekonstruktion ein paar Dinge festzulegen. Und zwar, wenn man sich das hier anschaut, es gibt nämlich eine Fläche, die, also das 3D-Objekt ist im Prinzip schon erstellt, aber vernünftig ist das noch nicht, weil ich möchte meinen Boden festlegen, was sozusagen in meiner Szene der Boden ist. Das mache ich hier mal. Dann kann ich noch sagen, was ist mein Originalpunkt, also wo ist der Nullpunkt in meiner Szene. Das möchte ich hier haben. Und dann werden wir noch festlegen, wo ist meine X-Achse. Das wäre ein Punkt, quasi durch Null. Folgender Punkt liegt auf der X-Achse, folgender Punkt liegt auf der Y-Achse. Und dann sollten wir, wenn man da ein Objekt, das schon erstellt ist, das so ungefähr in die Szene eingepasst haben. Ich mache jetzt Folgendes, ich wähle die zwei Punkte und schaue hier mal seitlich drauf. Ich stelle das Objekt in etwa daher, schaue durch die Kamera und versuche das mal, wie das ausschaut. Man sieht schon, der Würfel ist hier nicht ganz eingerichtet. Ich könnte den jetzt noch um die Z-Achse rotieren, damit ich das ein bisschen Angleichung kriege. Wenn man das animiert, ja, im Rahmen der Möglichkeiten gar nicht so schlecht. Wenn man das Bild rendert, wäre mein Objekt hier drinnen. Der Schatten, den er wirft, ist natürlich von der Regenaufnahme irgendwie doof. Liegt aber daran, dass mein Licht einfach so steht. Das heißt, wenn man sich das anschaut, das wirft den Schatten in der Form. Wäre vielleicht schlauer, den ein bisschen herüberzunehmen. Im Endeffekt habe ich mein Objekt hier eingefügt. Dass das funktioniert, ist ein bisschen Magie. Man könnte sich jetzt noch anschauen, wie das Node-Setup ist, um dieses Rendering zu machen. Vielleicht nur kurz als Information. Was passiert da jetzt? Im Endeffekt habe ich meinen Movie-Clip und ich habe sowas wie einen Schattenbereich, der automatisch hergerichtet worden ist. Und ich habe sowas wie mein eigentliches 3D-Objekt. Und die Dinge werden jetzt der Reihe nach zusammengefügt. Das Video wird einfach ein bisschen schärfer gesetzt, läuft dann in einen Mixknoten hinein, wo meine Schatteninformation zuerst invertiert wird, dann zweimal addiert, einmal multipliziert. Und im Endeffekt, wenn man sich das Backdrop anschaut, machen wir dann noch schön dann View-Knoten. Ich kann hier jetzt jeden einzelnen Knoten anklicken und sehe, welche Information daherkommt. Ja, also das Image sieht so aus, der Alpha-Kanal, der Schatten sieht so aus, Ambient Occlusion. Das heißt, jede einzelne Information in meinem 3D-Paket kann ich hier quasi über berechnete Knoten an mein Ziel führen. Ganz hinten ist dann irgendwo das fertige Bild. Und man könnte jetzt natürlich auch wieder hergehen und unseren Spider-Man hier einfügen. Machen wir das vielleicht einfach mal. File, Append. Ich suche mir den Amazing Spider-Man. Und zwar das Objekt. Nehmen wir mal an, das ist das hier. Ja, gar nicht so schlecht. Ein bisschen groß ist er vielleicht noch. Wieder jetzt. Control Tab.
das und das. Im Spider-Man fällt nach wie vor die Textur, das kann man noch fixen. Spider-Man in meiner Szene und wie gesagt, ich kann hier Perspektivenwechsel vornehmen und der sollte, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig hinstellt, ja, passt schon so halbwegs, sollte in der Szene quasi richtig positioniert werden. Gut, soweit zu den allerschnellsten Beispielen. Man kann im Blender sehr lange und sehr viel Zeit verbringen, besonders wenn man anfängt. Es gibt aber fantastische Videotutorials, es gibt sehr viel freies Material auf YouTube. Es gibt auf blendernation.com quasi die offizielle Nachrichtenzentrale. Dort kann man sich so gut wie täglich ein, zwei Blogposts ansehen, wo Leute etwas herzeigen, was damit gemacht wird. Die letzten Jahre sind zwei, beziehungsweise über die letzten Jahre sogar viele, aber die letzten drei Jahre sind zwei Open Movies entstanden. Die Blender Foundation hat eine Schwesterorganisation des Blender Institute, die laden im Prinzip alle zwei Jahre oder in etwa alle zwei Jahre Künstler ein, zusammenzuarbeiten, um einen Film zu produzieren. Und genauso werden Entwickler finanziert, die quasi die neuen Features umsetzen, um diese Filme zu machen. Also wenn das interessiert, was man damit machen kann, der sollte sich zwei Dinge anschauen. Das eine nennt sich Sintel, das ist ein Animationsfilm. Und das zweite ist Tears of Steel. Wie? Tears of Steel. Sehr schön, danke. Das ist der letzte Film. Mir gefällt der erstere, der Sintel, mehr, rein vom was er an Geschichte erzählt. Tears of Steel, da ist es sehr viel darum gegangen, eben dieses Motion Tracking zu integrieren und quasi das gesamte Filmset abzurunden. Vergleichbare Software, kommerzielle, kostet wirklich mehrere tausend Euro. Wenn man das Gesamtpaket hernimmt, was Blender kann, aus meiner Sicht einfach ein unschlagbares Stück Software. Ich glaube, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten, das passt genau. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, ja? Der Videoclip ist ja im Wochenmarkt oder gibt es da irgendeine Mathe? Eine der schönen Dinge im Blender ist, dass es sehr offen ist und an Videoformaten sehr vieles unterstützt. Es kommt natürlich auf die jeweilige Plattform an, was man verwenden kann. Zum Beispiel ist unter macOS natürlich alles, was von Apple schon lizenziert ist, QuickTime und diese Dinge, einbindbar. Aber im Prinzip, man sieht schon, was sich produzieren lässt, da ist so gut wie alles da. Ist ja auch eine der Stärken. Offene Software will ja Datentypen unterschiedlichster Arten importieren und exportieren. Es gibt einen Haufen Importer und Exporter, wo sich CAD-Dateien importieren lassen, wo sich so gut wie jedes 3D-Datenformat verwenden lassen, um sie im Blender hineinzubekommen. Ja, und umgekehrt genauso der Export, um die Daten, die man darin bearbeitet, auch anderen Dingen wieder zur Verfügung zu stellen. Es gibt genügend Studios, die ihren Workflow irgendwo im Mai oder sonst was verbringen, die aber für einzelne Schritte den Blender verwenden, weil einfach besser ist in manchen Dingen. Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, was das bei mir war, falls die Frage konkret ist, aber es lässt sich sehr vieles unterstützen. Ja. Für Entwickler vielleicht noch. Das gesamte Paket ist so umgesetzt, dass über jedem Kontrollelement ein kurzer Hilfetext angegeben wird und die entsprechende Python-Methode, damit man leicht ins Programmieren reinkommt. Ja, das heißt, ja, war eine Frage oder ein Erstaunen? Das Ding ist enorm cool und man kann mit der rechten Maustaste auf einem Element einfach sagen Edit Source und hat dann im Texteditor, wenn ich ihn finde, Texteditor, das entsprechende Source-File für dieses Grafikelement. Das heißt, ich kann jetzt hier hergehen und Dinge ausbessern, das Ding einfach noch einmal exekutieren und habe dann
zur Laufzeit meinen Blender angepasst. Wenn das nicht cool ist. Und diese ganze API zu Python hin ist alles vollautomatisiert. Blender ist natürlich in C programmiert. Das setzt auch auf OpenGL auf. Die gesamte Benutzeroberfläche ist OpenGL. Wer cooles User Interface für seine Software haben will, es gibt sie. Ja. Haben wir noch irgendwelche Fragen? Irgendwas offen? Man könnte, wie gesagt, tagelang über den Blender erzählen. Also ich habe schon mehrere Workshops gemacht. Das funktioniert immer so, dass man sich dann ein Spezialthema aussucht und ein, zwei Tage damit verbringt, weil es einfach wirklich mordskomplex ist. Aus meiner Sicht ist es trotzdem so, dass es sich wirklich auszahlt, den Blender anzueignen. Wie gesagt, jeder braucht mal Bilder und die Techniken und die Methoden, die man anwendet, sind hier wie in kommerziellen Paketen komplett gleich. Meistens ist es so, dass kommerzielle Pakete halt einen Assistenten bieten, um gewisse Dinge durchzuführen. Der Assistent nimmt einem wichtige Entscheidungen ab. Im Blender ist es ganz oft so, dass man irgendwelche Parameter ausprobieren oder durchtesten muss, aber man kriegt sie mit, diese Parameter, die quasi das Ergebnis bestimmen. In kommerzieller Software ist es halt oft so, dass der Assistent hübsch ist, aber man weiß in Wirklichkeit nicht genau, was abläuft. Also das ist eine Sache, die auf jeden Fall spannend ist. Was könnte man noch... Gibt es viel Material zu Simulationen auch? Weil ich habe gemerkt, dass der Schwerpunkt auf Animationen ist. Ne? Es ist überhaupt so gewesen, dass die längste Zeit als Render-Engine, die Blender-interne Render-Engine, verwendet worden ist. Vor ca. 2 Jahren ist ein Projekt gestartet worden, das die neue Render-Engine, die Cycles Render-Engine verwendet. Dort lassen sich Materialien schon ganz anders gestalten. Aber auf BlendSwap zum Beispiel nachschauen, da gibt es ganze Materialsammlungen. Also Materialsammlungen zum Thema Auto. Da hat man alles drin, was man braucht, zwischen Leder, Plastik, Metall, keine Ahnung, was da sonst noch drinnen steckt. Die Blender-interne Render-Engine ist dafür allerdings nicht ideal. Die Cycles, die jetzt gekommen ist, oder die neue ist, ist einfach ein perfektes Werkzeug auch zur Materialsimulation, unter anderem deshalb, weil sie auf CUDA funktioniert. Das heißt, die verwendet schon diese GPU-Prozessoren, die man sich jetzt in den Rechner stecken kann. Im Blender-Institut gibt es einen netten kleinen Stapel mit kleinen Rechnern und jeweils, 15, 12 Grafikkarten drinnen. Das wird dann richtig schnell. Das ganze Zeug. Ja? Konstruieren ja, also es gibt viele Leute, die damit konstruieren. Wo es hauptsächlich verwendet wird, würde ich sagen, ist, wenn die Konstruktion abgeschlossen ist, weil sehr oft ist ja so, dass man zur Konstruktion auch Zusatzinformationen braucht. Sage ich mal, die nicht unbedingt jetzt aus dem 3D-Bereich kommen, aber Verbindungen in Datenbanken, Produktdatenbanken und ähnliches. Wo es sehr oft verwendet wird, ist dann zur Visualisierung. Es gibt auch ein Desktop-Publishing-Fork quasi davon, das wir DTP-Programm verwendet. Gut, viel mehr kann man nicht machen. Ja? Ein Buchtipp? Ein Buchtipp. Was ist das beste Blender-Buch? Das beste Blender-Buch, tue ich mir echt schwer. Es gibt auf blender.org einen Shop. Ich würde eher empfehlen, DVDs oder Lernvideos zu verwenden. Ein super Tipp ist Sebastian König auf Deutsch. Sebastian König hat 2 DVDs zu Blender 2.6 irgendwas. Die lassen sich 1:1 alle verwenden. Gut, ich bedanke mich, wer noch Fragen hat, ich bin noch länger da.